Berlin. Die AfD hadert mit ihrer neuen Rolle im Bundestag. Das ist bei der Klausurtagung des Fraktionsvorstands in Berlin deutlich geworden. Zum Abschluss erklärte Fraktionschefin Weidel, man sei in einer völlig neuen Situation, da jetzt die CDU-CSU die größte Oppositionskraft ist. Im vergangenen Bundestag war es noch die AfD. Die Fraktion hat bei ihrer Klausur mit einer FPÖ-Delegation eine engere Zusammenarbeit mit der rechtspopulistischen Partei aus Österreich vereinbart. Die AfD könne von der deutlich älteren FPÖ viel lernen, so Weidel. Nur Sultan. Nach den blutigen Protesten in Kasachstan haben die Behörden ihre Angaben zur Zahl der Toten und Verletzten deutlich erhöht. Laut Generalstaatsanwaltschaft kamen insgesamt 225 Menschen bei den Ausschreitungen in der Millionenstadt Almaty und in anderen Landesteilen ums Leben. Unter den Opfern waren demnach 19 Polizisten bzw. Soldaten. Die kasachischen Behörden hatten zunächst von Dutzenden Toten, später von mindestens 160 Opfern gesprochen. Köln. In der Fußball-Bundesliga hat Bayern-Stürmer Robert Lewandowski beim heutigen 4:0-Sieg der Münchner in Köln eine neue persönliche Bestmarke erreicht. Mit seinen 3 Treffern gegen den FC ist Lewandowski der 2. Spieler überhaupt, der in der Bundesliga